Guten Morgen. Wer möchte in seinem Leben nicht gerne etwas mehr Lebensfreude haben? Ich kenne keinen Menschen, der sagt, Lebensfreude ist schlecht und von daher Grund genug, sich damit heute zu beschäftigen. Lebensfreude. Wie können wir an diese Lebensfreude gelangen? Ja, es gibt da verschiedene Sachen, die mir da spontan einfallen. Und zwar das Lachen. Das Lachen gehört auf jeden Fall zur Lebensfreude, da brauchen wir gar nichts sagen. Ist ganz einfach. Lachen gehört zur Lebensfreude. Lachen gehört zur Lebensfreude, aber wenn einem nicht zu lachen zumute ist, ja, trotzdem lachen. Ich habe da mal ein Video gemacht, wo es darum geht, dass man aus einem künstlichen Lachen in ein natürliches Lachen automatisch überführt wird. Wenn man länger als 30 Sekunden oder so gekünstelt lacht, fängt man plötzlich an, natürlich zu lachen, weil man dem Körper eben diesen Trigger hinhält und der den Trigger nimmt und diesen Auslöser und dann geht das neuronale Netz im Körper los und dann fängt man plötzlich wirklich an zu lachen und ja, unglaublich. Ja, also das ist der eine Punkt, ganz einfach, so kriegt man mehr Lebensfreude in seinen Alltag. Aber es gibt da noch ein paar andere Sachen. Wenn man von der Lebensfreude ausgeht, da gibt es erstmal zwei Punkte, eigentlich, die ich gerne füreinander betrachten würde. Zum einen gibt es das Ich, also ich als derjenige, der die Lebensfreude spürt und als derjenige, der im Leben steht und darüber reflektiert. Also da gibt es das Ich. Und dann gibt es auch noch die Energie. Die Energie der Lebensfreude, also die Lebensfreude an sich. Wir wollen ja beides koppeln. Ich möchte Lebensfreude spüren und da gibt es eben das Ich. Und dann gibt es eben auch die Lebensfreude als solches. Und wir nennen das einfach mal, damit wir nicht wieder Lebensfreude drüber schreiben, einfach mal die Energie. Die Energie, die damit assoziiert ist, mit dieser Lebensfreude. So, fangen wir mal beim Ich an. Ja, beim Ich. Was könnte man tun, um seine Lebensfreude zu steigern? Man muss sich in Frage stellen. Denn das, was man jetzt ist, mit dem Zustand, wo man jetzt nicht zufrieden ist, beziehungsweise sagt, ich könnte mehr Lebensfreude haben, ist also ein Zustand, der verbesserungswürdig ist, im Sinne der Lebensfreude. So. Und ja, dann kann man sich halt, zum einen kann man sich fragen, was sind denn so meine Überzeugungen derzeit? Also, wovon bin ich überzeugt? Das ist so der Verstand. Das ist das eine. Und das andere sind die Werte. Überzeugungen und Werte. Das sind zwei Sachen, die uns ausmachen. Die Überzeugung ist das, wenn wir gefragt werden nach einer politischen Überzeugung, nach einer Ideologie, nach einer Ernährungsideologie zum Beispiel, dann sagen wir ihm, was wir davon halten. Das ist eine Überzeugung. Und Werte, die können wir zwar auch wiedergeben, aber die sind tiefer verankert. Die sind ethische Werte, moralische Werte. Und all das müssen wir hinterfragen, wenn wir uns ändern wollen. Wenn wir mehr Lebensfreude haben möchten, müssen wir anfangen, uns zu hinterfragen. Und das Überzeugung und Werte sind zwei Punkte, die ihr da einfach mal in Frage stellen solltet. Eine ganz wichtige Sache, sich in Frage stellen. Um sich zu ändern, muss man sich in Frage stellen. Und nicht nur in Frage stellen, sondern dann tatsächlich auch quasi seinen Fokus neu setzen. Also, das ist der Fokus, das ist das, wenn die Leute sagen, hey, ich nehme mir jetzt etwas vor. Ich möchte gerne abnehmen, ich möchte gerne mich pflanzlich ernähren oder was auch immer. Und das ist der Fokus. Und der Fokus, da könnt ihr über den Fokus könnt ihr sehr, sehr viel erreichen im Leben. Ich habe da schon mal ein Buch rezensiert, für mich das beste Buch, wenn es darum geht, was man mit seinem Verstand erreichen kann. Das ist der Schöpfer der Wirklichkeit. Ich habe euch das auch unten verlinkt. Also in dem Bereich, wenn es darum geht, etwas zu fokussieren, dann schreibt einfach mal jetzt hier Schöpfer hin. Also ihr seid tatsächlich der Schöpfer eurer Wirklichkeit, wenn ihr den Fokus darauf setzt. Wenn ihr alles in eurem Leben auf etwas ausrichtet, dann kreiert ihr etwas Neues. Und diese Kreation, die ist dann idealerweise, geht die konform mit dem Ziel, was ihr euch gesetzt habt. Und da geht es natürlich darum, wie klug habt ihr eure Ziele gesetzt und auch die Maßnahmen ergriffen. Und das würde natürlich jetzt hier zu weit führen,
Allerdings mit den Überzeugungen und Werten als Ausgangsposition darüber zu reflektieren und in Frage zu stellen, habt ihr eigentlich schon einen guten Start. Ja, also, ihr seid der Schöpfer von eurem neuen Leben. Und dann ist es auch wichtig, wenn man so sagt, man fokussiert sich auf einige Dinge, dass man auch mal defokussiert, Dinge aus dem Auge verliert, die einen bisher gehindert haben, daran Lebensfreude zu erreichen oder mehr Lebensfreude zu erreichen. Und deswegen ist das nicht weniger wichtig, auch zu defokussieren. Viele fokussieren ganz viele, fokussieren auf ganz viele Dinge, aber können dadurch, haben gar nicht die Energie, sich um diesen Fokus dann auch zu kümmern. Sondern man muss auch mal loslassen, man muss auch mal defokussieren. Ganz super Beispiel ist so eine Beziehung. Wenn man zum Beispiel in der Beziehung Probleme hat, man hat Arbeitsprobleme, man hat gesundheitliche Probleme und dann, und man fokussiert sich auf eine Sache. Man sagt zum Beispiel, ich möchte die Beziehung, möchte ich jetzt retten. Ich lege den Fokus auf die Beziehung, um meine Lebensfreude zu erreichen, möchte ich die Beziehung retten. Und dann muss man defokussieren. Das heißt, die Arbeit oder die Gesundheit, die ist dann eben nicht mehr primäres Ziel. Wobei natürlich die Gesundheit und die Partnerschaft da ja, wahrscheinlich eng zusammenhängen. Aber sagen wir mal, Gesundheit und Partnerschaft und Arbeit auf der einen Seite. Man kann sich zum Beispiel auf die Arbeit fokussieren und erstmal so die Gesundheit und die Partnerschaft außen liegen lassen. Oder halt eben andersrum. Ich möchte ja nichts bewerten, wer wie seine Ziele setzt. Aber es geht darum, dass ihr eben tatsächlich auch defokussiert. Das heißt, wenn ihr mehr Lebensfreude ja, generieren wollt in euch und dabei fokussiert ausgehend von euren Überzeugungen und Werten etwas Neues zu kreieren, dann vergesst nicht auch zu defokussieren. So, und dann sind wir oben bei der Energie, bei der Lebensfreude an sich. Und diese Lebensfreude an sich, die ist eben wirklich ja, von verschiedenen Faktoren abhängig. Unabhängig davon, wer ihr seid, ist es so, dass die Lebensfreude, was wir als Lebensfreude bezeichnen, wir bewegen uns hier in einem Raum, dass wir, also im Verstand, das ist hier quasi, wir sind auf der Verstandesebene, für eine tiefere Ebene, spirituelle Ebene, gehen wir in andere Videos. Heute ist wirklich eine ganz einfache Verstandesebene. Deswegen, ich sage das nur, weil ich immer, wenn ich mich selber reden höre und sage, wir wollen mehr Lebensfreude. Alles ist gut, wie es ist. Aber um dorthin zu kommen, muss der Verstand erstmal gut arbeiten. Und da ist das Buch Schöpfer der Wirklichkeit ein sehr, sehr gutes Buch. Und entsprechend, wir bewegen uns auf der Ebene des Verstandes. Also, die Lebensfreude. Was macht das zum Beispiel aus? Da wäre zum einen die Umgebung. Also die Umgebung hat einen großen Einfluss. Die Umgebung hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Also was wir an Lebensfreude spüren. Und das ist einmal die Umgebung, aber auch die Menschen. Also nicht nur das Umfeld, sondern auch die Menschen als solches. Natürlich zählen die Menschen in irgendeiner Weise auch zur Umgebung, müssen aber nicht zwangsläufig. Also hier gibt es ein paar. Also ist oft eine Schnittmenge. Und dann gibt es natürlich auch die Arbeit. Das sind die Punkte, die mir einfallen. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viel mehr, was ihr bedenken könntet und wo ihr dran, ja, wo ihr, was ihr jetzt hierher schreiben wollt. Aber hier geht es ja darum, erstmal einen Ansatz zu finden. Wie bekomme ich mehr Lebensfreude? Erstmal einen grundsätzlichen Ansatz zu finden und eine grundsätzliche Übersicht, wie man daran gehen kann. Und ich denke, diese Zweischneidigkeit, zum einen das Ich zu sehen, als Ich derjenige, der das möchte, und zum anderen die Lebensfreude als sich, als Energie, ist erstmal ein guter Ansatz. Und ja, wir können mal kurz zu den Dingen, mal ganz kurz ja, ein paar Sachen, die mir jetzt einfallen, mal zu Papier oder zur Tafel bringen. Und vielleicht habt ihr da auch noch Ergänzungen. Da bitte ich euch einfach in die Kommentare, auch für die anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen und deshalb auch das Video aufgerufen haben, da vielleicht ja, einfach auch einen Input bekommen. Also bei der Arbeit ist es so, dass ja, wenn man sozusagen etwas ändern möchte, generell, also die Lebensfreude erhöhen, dann genau wie man sich selber in Frage stellen muss, seine Überzeugung, seine Werte, muss man auch die Arbeit in Frage stellen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Potenzial Veränderung da. Ja? Änderung, ganz wichtig, dass man die Arbeit in irgendeiner Weise, seine Arbeitsstelle oder die Arbeits, ja, was man tut, das könnte man eigentlich genau nochmal unterteilen. Das heißt, die Änderung kann sich sowohl auf den Ort, also wo man arbeitet,
aber auch was man arbeitet oder wie man arbeitet. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man ändern kann. Und überall kann man überlegen, ist da Potenzial für Änderung da und können wir sich das auf meine Lebensfreude gut auswirken? Oder man probiert es einfach, wenn man derjenige ist, der intuitiv entscheidet, der nicht auf der Verstandesebene sagt, okay, das ist das Optimale von diesen Alternativen und das mache ich, sondern der einfach seinem Herzen folgt. Kein schlechter Ratschlag. Ja, auf der Ebene der Menschen ist es so, dass man ja durchaus schauen muss, ob man vielleicht Potenzial liegen lässt, indem man Menschen verlässt. Ich weiß, das klingt ziemlich hart, aber ich kenne es aus meinem eigenen Umfeld und noch aus vielen Gesprächen mit Menschen, mit anderen Menschen. Das ist ein ganz großer Punkt. Menschen verlassen, Menschen hinter sich lassen. Das ist ein Punkt, wo plötzlich Lebensfreude nach oben geht. Wir haben alle nicht wirklich Ahnung, wie das mit den ganzen Energien hier funktioniert auf diesem Planeten und in diesem Universum. Aber ihr könnt sicherlich aus eurer eigenen Erfahrung bestätigen, dass wenn ihr in einem Umfeld von Menschen seid, die sehr negativ denken, dass sich das in irgendeiner Weise auch auf euch überträgt. Und entsprechend ist das so wichtig, dass man auch bei Menschen einfach mal loslassen kann und Menschen auch verlässt. Viele machen das einen auch sehr schwer, indem sie dann ja, euch ein schlechtes Gewissen machen zum Beispiel oder euch unter Druck setzen, das gibt es natürlich auch, also aggressiv, aber geht euren Weg. Lebensfreude. Habt das im Fokus. Lebensfreude. Ja, und bei der Umgebung, ja, das ist dann so, man kann seine Umgebung, die man hat, gestalten. Man kann seine Umgebung, in der man lebt, seine Wohnung, kann man gestalten. Also, mir fällt halt die Wohnung sofort ein. Ich persönlich räume meine Wohnung so alle ein paar Wochen immer um. Es ist nicht mehr so viel, was ich umräumen kann, weil ich schon einiges minimalisiert habe. Wir stehen hier jetzt an der Tafel, ihr könnt euch vorstellen, ich habe 28 Quadratmeter, da ist nicht mehr so viel hier im Raum, was dann existiert. Hier liegt meine Matratze, wo ich schlafe und da drüben ist halt so eine Küchenzeile, wo ich koche. Und dann gibt es noch einen Sessel und einen schmalen Tisch, wo ich meinen Arbeitsplatz habe. So. Also Wohnung gestalten und da minimalisieren, ich kann das wirklich euch nur ans Herz legen. Ich habe sehr viele Videos zum Minimalismus gemacht, es hilft ungemein, wenn man weniger sich Sorgen machen muss um Dinge, sondern wenn man nur noch wenig hat. Ein Punkt bei der Umgebung Wohnung. Ein anderer Punkt ist, kann ich jetzt nicht so für mich feststellen, aber er wird mir immer wieder in Gesprächen herangetragen. Kleidung. Man kann sich mit seiner Kleidung ausdrücken und die Kleidung wirkt auf andere und dann kommt von den anderen eine gewisse Energie zurück, weil sie die Kleidung in irgendeiner Weise verarbeiten. Und ich finde das sehr interessant, ich habe diesen Weg, bin ich noch nicht wirklich gegangen, aber ich sagte schon, sehr, sehr viele Menschen sagen, wenn ich mich anfange anders zu kleiden, kommt da andere Energie zurück und ich fühle mich anders und ich habe mehr Lebensfreude. Diese Punkte möchte ich euch heute einfach an die Hand geben, die sind nicht komplett, die sind einfach so das, was mir in den Kopf gekommen ist, wo ich an Lebensfreude gedacht habe und wenn Menschen fragen, hey, wie kann ich meine Lebensfreude steigern, das sind Ansatzpunkte, aber sie füllen diese Punkte. Das müsst ihr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.